Herr Schlosser, schneller Fahndungserfolg im Falle der schweren Vergewaltigung in Geisa vom letzten Wochenende. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, wie denn diese Woche von Seiten der Polizei in der Fahndungsarbeit abgelaufen ist und wie Sie auch auf den Täter gekommen sind. Also wir haben viele Zeugenhinweise bekommen, darunter auch ein sehr konkreter Hinweis auf einen jungen Mann, auf einen 16-Jährigen, der sich auf dem Fest mit dem späteren Opfer unterhalten hat. Wir konnten den identifizieren und haben ihn vorerst als Zeugen befragt. Aufgrund seiner Angaben und dann späterer Spurenlage haben wir ihn gestern noch einmal befragt, ausführlich befragt, und er hat letztendlich ein Geständnis abgelegt, der Täter zu sein. Und welche Angaben hat er gemacht zum Ablauf der Tat? Warum es zu dieser Tat gekommen ist? Konnte er da irgendwas sagen? Also er gab an, dass er gegen 3 Uhr mit dem Opfer das Fest verlassen hat und mit ihr zum späteren Tatort gegangen ist. Es dürfte dort vorerst zu einvernehmlichen geschlechtlichen Handlungen gekommen sein. Später ist die Sache eskaliert, laut seinen Angaben, und schließlich kamen diese massiven Verletzungen des Opfers zustande. War diese Person vorher schon mal polizeilich auffällig? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse? Also der 16-Jährige ist bisher völlig unbescholten. Als erfahrener Ermittler ist man da auch schockiert, dass man jetzt sieht, man auf der einen Seite glücklich, dass man so schnell einen Täter finden konnte, auf der anderen Seite, dass es sich jetzt bei dem Täter um einen Jugendlichen in so jungem Alter handelt. Das ist auch für uns als Ermittler kein Routinefall. Es ist auch für uns durchaus schockierend gewesen aufgrund der massiven Verletzungen und dass es sich tatsächlich dann letztendlich um einen 16-Jährigen gehandelt hat.